Da sind wir wieder bei einem neuen Part von Mario Luigi Superstar Saga. So, und wir haben im letzten Part gegen Königin Marmella gekämpft. Weil die ein bisschen von, ja, Lugmilla verzaubert wurde. Oh, und Luigi Level Up, Level 9, perfekt. Ey, bald sind wir schon mit beiden zweistelliges Level. So, was verbessere ich denn? Wie wär's denn mal mit dem Bart? Okay, kriegt eine 2. Wenigstens kein 1. Ich habe erst gehofft, wir kriegen vielleicht eine 3. Aber eine 2 ist auch okay. Oh, boom. Oh, shit. Königin Marmella. Ach ne, das ist ja die alte. Königin Marmella wurde verwandelt, als Lugmilla ihr einen Hämmerwurm ins Essen gemischt hat. Wenn wir ihre Hoheit nicht teilen, dann ist das der Untergang des Königreichs Spawnland. Was? Mario, Luigi, ihr beide wollt etwas unternehmen? Ja, klar. Das erstaunt mich und es hat keinen Sinn. Ah. Ist der Hämmerwurm im Körper, wird man ihn nicht wieder los. Eine Möglichkeit gibt es allerdings noch. Tief im Grinsewald findet man die legendäre Cuvée Extrem. Sie allein hilft gegen Hämmerwurmvergiftung. Okay. Ihr wollt in den Grinsewald? Ja, klar. Ihr wollt den Witzwein finden? Nun, wenn ihr so groß redet, wollen wir auch Taten sehen. Bringt diese Bohnenbrosche zum Chateau Grinsewald, südwestlich von hier. Und wenn ihr im Grinsewald tatsächlich Witzwein findet, besteht die Möglichkeit, dass die Königin gerettet wird. Du erhältst die Bohnenbrosche. Ja, perfekt. Gut, jetzt müssen wir die Bohnenbrosche nach. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Aber, das wird schon. Warte, war das jetzt südwestlich? Südwestlich war das, ne? Oder? Müssen wir jetzt nach... Doch, ich glaube, es war südwestlich. Ja, ich habe auf jeden Fall ein gutes Kurzzeitgedächtnis. Oh, hier sind wieder ein paar Münzen. Die nehmen wir doch gerne mit. Und die nehmen auch irgendwie kein Ende. Doch, jetzt. So. Jetzt muss ich erstmal nur gucken, wo der Ausgang ist. Aber so spektakulär ist das Schloss ja gar nicht, weil hier gibt es ja irgendwie nichts. Und hier kann man auch nicht rein. Tja. Okay, ja, hier müsste aber der Ausgang sein. Perfekt. Okay. Oh, die Musik immer noch voll dramatisch, ey, weil das Dorf angegriffen wurde. Mario, Luigi! Oh, ach, das ist der. Oh. Hilde Bona meinte, dass ihr könnt euch nützlich sein. Du erhältst den Bohnenorden. Das hier ist ein Orden. Wer ihn trägt, ist im Kampf etwas stärker als normal. Jeder Orden hat eine andere Wirkung. Aber wenn ihr Orden bekommt, solltet ihr sie auf jeden Fall anlegen. Leg ihn doch gleich an. Öffne mit Select deinen Koffer. Okay. Jetzt ist einfach in unserem Koffer drin. Um Orden zu benutzen, wähle dieses Symbol aus. Oh. Hier siehst du, welche Kleider und Orden du gerade hast. Gut, Mario, dann leg doch mal den Orden an, den ich dir gerade gegeben habe. Wähle dieses Symbol aus. Das ist auch echt ein Tutorial für Blöde, ey. Hier innen befinden sich deine Orden. Hier kannst du Orden auswählen. Aber du kannst ja jetzt, du hast jetzt nur einen Orden. Genau. Drück einfach auf. Ja, ey, das ist echt ein Tutorial, als wäre ich so ein Vollidiot, ey. Das war schon alles. Viel Erfolg noch weiterhin. Ein Orden für Luigi kauft ihr am besten in einem Fachgeschäft. Oh, ja, Luigi, für dich kaufen wir auch noch einen. Ach ja, so. Jetzt müssen wir nur gucken, wo so ein Fachgeschäft ist. Ah, hier ist ja schon eins. Ja, ich würde mal sagen, perfekt, ne? Oh, aber, wird hier überhaupt noch was verkauft? Egal, was aus der Stadt wird. Echte Prominente werden immer Wert auf modischen Schick legen. Und unsere Preise sind durch die Qualität der Waren gerechtfertigt. Was darf es denn sein? Ja, kaufen erstmal, ne? Modische Orden. Schlossorden. Landratto. Steht da auch, was die machen? Achso, da unten ist es. Okay, BP werden weniger, aber Angriff wird mehr. Und da auch. Oh, aber der hier ist ja besser. Weil da sind die BP, sinken nicht so krass und der Angriff steigt auch mehr. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal den und den kriegt Luigi. Wir haben ja 406 Münzen. Wir können uns jetzt... Ach nee, ich wollte noch modische Kleidung kaufen, weil jetzt können wir auch die Kleidung kaufen. Blue Jeans. Aber die macht ja gar nichts. Okay, dann würde ich mal sagen, die hier, die kaufen wir für Luigi. Und die Bohnenhose für Mario. So haben wir auch direkt angelegt, perfekt. Und ich glaube, sonst können wir jetzt eigentlich gar nichts mehr kaufen. Ja, wo ist der Ausgang? So, perfekt. Haben wir jetzt erstmal ein bisschen eingekauft, ne? Okay, südwestlich müssen wir. Das heißt, es müsste irgendwo hier lang sein. Müssen wir mal gucken, dass wir da hinkommen. Ist das hier rüber? Hier über die Brücke? Grinsewald-Chateau, genau, da müssen wir hin. So.
Oh, jetzt gibt es diese fliegenden Bohnengegner, diese, wie hießen die? Beanie, ne? Ist das so ein Fliege-Beanie oder so ein, Wing-Beanie? So ein geflügelter Beanie. Kann man gar nicht machen. Ja, Hammer. Was anderes können wir noch nicht machen. Aber das Coole ist ja, wir werden ja auch irgendwann, eine Bros-Attacke lernen, wo wir auch den Hammer benutzen können. Boah, das ist dann, die, die ich gerade meine, ist dann auf jeden Fall meine Lieblings-Bros-Attacke, weil die so cool ist, finde ich. Aber dazu werden wir dann später mehr erfahren. Hier ist falsch, glaube ich, ne? Ich muss doch hier lang. Hier lang. Hier müsste es doch zum Grinsewald-Chateau gehen. Irgendwie erinnert mich der Name an Chateau Romani aus Majora's Mask. Ne, hier bin ich auch falsch. Hier bin ich falsch. Wir müssen wieder weg. So. Ist hier irgendwo noch ein Schild? Oder doch hier lang? Das war ja südwestlich. Jetzt gehe ich aber gerade ein bisschen weit nach Westen. Achso, Grinsewald-Chateau, Heimat des Witzweins. Jetzt muss ich plötzlich nach oben. Okay. Ah nee, jetzt wird schon Luigi schon wieder angegriffen. Wieso passiert das eigentlich nie Mario? Ah, Luigi ist einfach nur ein Trottel. Erstmal schon eine Hops-Brüder. So, perfekt. Boah, 30 Schaden. So, machen wir noch einen Platschbrüder. So, ich habe jetzt beide perfekt drauf. Sowohl Hops-Brüder als auch Platschbrüder. Jetzt müssen wir nur hier hoch. Wie komme ich hier hoch? Ja, ich komme echt nicht hoch. Muss ich hier weiter oben lang? Oh, anscheinend schon. Nee, aber hier geht's ja auch nicht weit. Weil es mich verwirrt. Was, wenn ich hier lang gehe? Muss ich hier lang? Nö, hier geht's auch nicht weiter. Ja, ganz toll. Was ist das denn da vorne? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wo lang. So, Grinsewald-Chateau. Ich muss ja hier unten lang. Hey, das ist so... Das ist so komisch. So, aber hier ist jetzt auch kein Schild mehr, ne? Das nächste Schild, das kommt ja hier. Ah, ach so, nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin ein Trottel. Ich muss hier rüber. So, und dann einfach tauschen. Nein! Oh, ich bin Trottel. Mann, ey. So, hier. So, und dann da rüber wirbeln. So mit dem Wirbelsprung da. So, hiermit. Ach nee. So. Nein, nicht schon wieder. Boah, jetzt habe ich schon wieder fast den Fehler, gleichen Fehler gemacht. So, perfekt. Oh, was sind das für Leute? Der Grinsewald ist Naturschutzgebiet. Zutritt nur, ist nur mit Sondergenehmigung gestattet. Achso, dafür haben wir diese Bohnenbrosche. Oh, die Bohnenbrosche. Nur Ehrengäste von Schloss Bonia erhalten diesen Schatz. Gut, dann dürfen wir den Wald, dürft ihr den Wald betreten. Ja, dankeschön. Das ist aber nett. Unser Witzwein ist von exquisiter Qualität und rundem Geschmack. Genießt ihn in den vollen Zügen. Ja, perfekt. Der Witzwein. Ist aber natürlich alkoholfrei, ne? Hoffen wir mal. Der Witzwein. Wow. Nein, ich will nicht kämpfen. Oder vielleicht ist da ja so krass Alkohol drin, dass der, das komische Viech, was da in Königin Bo, Marmella drin ist, vielleicht stirbt es ja von Alkohol. Was ist das eigentlich? Hier sind so Figuren irgendwie. Vater des Witzweins und erster Schlossherr in Vino Veritas. Mhm. Alles klar. Oh, hier ist der ganze Witzwein, kann das sein? Boah, so viel Wein. Da könnte man so viel trinken. Man könnte sich tot trinken. Oh, hier geht's so durch. Ja, toll. Muss man auch erstmal drauf kommen, dass man hier durchlaufen kann. Hä, ist so. Okay. Okay. Wo muss ich lang? Voll das Labyrinth hier. Toll, wo bin ich jetzt? Boah. Jetzt bin ich wieder hier. Achso, muss ich hier lang? Boah, ist das merkwürdig hier. So, endlich. Ne, und jetzt? Hier ist eine Sackgasse. Dann geht's hier lang. Voll die Musik dabei. Dum, 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 dum. So, jetzt komme ich hier aus. Jetzt kann ich dann unten weiter. Boah, warum ist das so komisch hier? Oh. Hey, wo ist Luigi hin? Ah, da. Ja, was war das für ein Typ? Wer war das hinterher?
Aber jetzt kann ich hier auf den rumlaufen. Oh, da ist er wieder. Ah, das war knapp. Claude, der Meisterdieb. Um ein Haar auf frischer Tat ertappt. Claude. Oh, der kommt auch in anderen Mario Luigi Teilen vor. Also den kenne ich schon. Verdammt, was? Oh, ich zeige ich's. Hey, Azubi, mach schon. Ja, Chef. Wow, ist das nicht Bowser? Bowser! Hey, Azubi, dein Auftritt, der rote und der grüne da. Mach sie fertig. Jawohl. Entweder das ist ein Typ, der sieht aus wie Bowser, oder das ist jetzt Bowser. Der rote und der grüne? Die zwei kenne ich doch von irgendwoher. Ja, Bowser, du kennst uns auch. Was, Azubi, du kennst die zwei? Irgendwie freue ich mich total, die Nasen zu sehen, aber dann... diese ekligen Rotzbremsen. Quatsch, keine Opern! Ihr seid doch hinter dem legendären Kuvert extrem her, genau wie ich. Ihr dürft mir nicht zuvorkommen. So war ich der berühmte Meisterdieb Claude bin. Ich finde die Kuvert extrem vor euch. Azubi, auf sie! Oh, ist jetzt ein Bosskampf? Ey, die Musik ist cool. Boah, ist so eine andere Bossmusik, die voll cool ist. Jetzt haben wir so einen, inoffiziellen Kampf gegen Bowser. Ups, und ich verkack die andere für toll. Okay, jetzt ist die Frage, wen greifen wir zuerst an? Ich glaube erstmal Bowser, ne? Also Bowser... Ach, Bowser-Zubi. Das ist natürlich ein toller Name. Bowser-Zubi. Ja gut, aber Bowser ist ja verschwunden, ne? Den haben wir nicht mehr gesehen, deswegen... So, und wieder auf die Fresse. Ah, verdammt, ich verkack die Angriffe die ganze Zeit. Ups. So, Mario, du... Mario braucht... So. Es ist irgendwie komisch, die Pilze für Mario auszuwählen. Mann, warum ist der so schnell? Ich verkacke alle Angriffe, Alter. Habe ich überhaupt schon einen Angriff hier ausgewichen? Also bin ich einem ausgewichen? Ich glaube nicht. Alter, bin ich eigentlich blöd? Mann, ich bin da zu blöd für! Ja, aber die Musik ist echt cool. Aber ich habe jetzt echt das Gefühl hier bei dem Spiel, wir haben hier echt fast in jedem Part einen Bosskampf. Kann das sein? Im letzten Part hatten wir einen Bosskampf, im vorletzten Part, im vorvorletzten Part. Irgendwie finde ich das merkwürdig. Ich hatte gar nicht mehr Erinnerung, dass es hier so viele Bosskämpfe gibt. Oh. Ah, wenn ich diese Bärte sehe, kommt es mir ganz heiß aus dem Magen. Oh, shit. Hey, was war das? Gut gemacht, Azubi. Weiter so. Irgendwie habe ich das Gefühl, Bowser hat seine Erinnerung verloren. Also ich habe nicht das Gefühl, sondern es ist ziemlich sicher. Gut, dann müssen wir erstmal mit ein paar Sprüngen auf den Kopf erstmal weiterhelfen, ne? Vielleicht kann er sich dann erinnern. Denk nicht, dass ich... Ich komme nicht wieder. Oh, Bowser ist schon mal besiegt. Also Bowser Azubi ist besiegt. Ah, Azubi. Mann, ey. Ah, das merke ich mir. Oh, der haut ab. Oh, ja, okay. Mario's Level 10. Perfekt. Gut, dann war das ein ziemlich einfacher und kurzer Bosskampf. Vor allem mit cooler Musik. Natürlich eine 1. Ja, wieso sollte ich auch eine 3 kriegen, ne? Nein, braucht ja keiner. Oh, sogar Luigi Level 10. Boah, perfekt. Cool, das sind jetzt beide zweistellig. Machen wir mal Angriff wieder. Oh, da war sogar eine 4 bei. Und ich krieg nur die 1. Natürlich, natürlich. Was denn sonst? Ich wette, würde ich das Spiel privat spielen, würde ich irgendwie öfter eine 3 bekommen. Azubi, was soll das? Ist das der Dank dafür, dass ich dich aufgenommen habe, als du in den Bergen auf der Suche nach deinem Gedächtnis warst? Entschuldigung. Naja, ist jetzt auch egal. Wir müssen nur das Kuvert extrem in die Finger kriegen. Kümmern wir uns nicht weiter um diese Typen. Azubi, los, Abmarsch. Ja gut. Bowser wurde von, jetzt habe ich den Namen vergessen. Von dem Meisterdieb aufgenommen. Ja, alles klar. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die Kämpfe zu sich als Bosskämpfe zählen soll. Oh. Okay, Leute, ich glaube, wir sind im Grinsewald. Ja, Grinsewald. Oh, shit. Was sind das für leuchtende Pilze hier? Ich glaube, es sind keine guten Pilze. Es sind sogar so Drogen oder so. Aber Mario und Luigi haben ja Erfahrung mit Pilzen, ne? Was ist das für ein Viech? Erstmal so neue Gegner. Wie heißen die denn? Pieksnuss. Okay. Alles klar. Oh, wieso machen wir so wenig Schaden? Boah, perfekt ausgewichen.
Okay, Luigi macht jetzt echt schon. Ach, da sind so Bohnen-Dinger drin. So Beanies. Okay, alles klar. Luigi macht jetzt mittlerweile echt viel mehr Schaden als Mario, genauso wie ich es wollte. Okay, das heißt, ich muss erstmal die Scha. Ups, nein, kein Hops, Bruder. Boah, das wäre so ein Fehler. Das wird wehtun. Das heißt, wir müssen erstmal gegen die Dinger kämpfen, erstmal die Schale zerstören und dann können wir erstmal gegen die Beanies da kämpfen. Belastend. Aber die sind ja zum Glück ziemlich schwach, von daher geht das. Boah, das war knapp, Luigi. Er hat jetzt fast den Arsch voller Stacheln gekriegt. Nein, nicht springen! Oh, shit. Sorry, Luigi. Da habe ich mich verdrückt. So, jetzt nur ein Sprung von Luigi und dann ist er auch down. Perfekt. Oh, ich sehe auch, Mario und Luigi haben jetzt mittlerweile gleich viele Erfahrungspunkte. Hä, wie kam das denn jetzt? Wow, von denen lasse ich mich jetzt nicht angreifen. Auf dieser Karte könnt ihr erkennen, wo ihr seid und wo sich die Speicherblöcke befinden. Seht sie euch an, wenn ihr euch im Verlies verlaufen habt. Verlies? Wieso Verlies? Ist das immer so ein Dungeon oder was? Hört sich echt an wie so ein Dungeon, wie so bei Zelda. Okay, hier komme ich nicht weiter. Wie komme ich denn hier weiter? Gibt's überhaupt noch einen anderen Weg? Oh ja, gibt's echt. Nein, nicht schon wieder so. Oh no. Immer wenn ich dieses Oh no höre, ne? Ja gut, aber wir können ja sowieso keine paar Attacken machen. Und ich hoffe, Luigi steht jetzt auf. Nein, tut er nicht. Ganz toll. Okay, die Angriffe von denen habe ich aber drauf. Den kann ich ziemlich gut ausweichen. Nein, kein Sprung. Boah. Oh, bam. Hey, wieso hab ich das verkackt? Ich hab den Hammer verkackt. Ganz toll. Okay, man kann auch ziemlich gut sehen, also bei dieser Rollattacke, wen die angreifen. So, der greift Mario an. So. Mann, ey, die Kämpfe die dauern so lange mittlerweile, ne? Ja, voll auf die Fresse, kein Ding. So, jetzt noch der letzte da. So, perfekt. So, erstmal der tot. Und dann der andere gleich dort. Dann sind beide dort. Ups. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt mittlerweile jetzt overleveled oder underleveled sind, aber ich glaube gar nichts. Ich glaube, wir sind so eine gute Mischung. Weil ich habe ja, am Anfang habe ich ziemlich viele Kämpfe gemacht, aber hinterher jetzt nicht mehr. Aber ich würde mal sagen, Underlevel sind wir auf keinen Fall, weil die Bosskämpfe, die mache ich ja alle mit Links und so. Ja, okay, der mit Königin Marmella war jetzt schon ein bisschen schwieriger. Ach, das ist wieder nur eine Warbröhre, oder? Ja, ist es. Okay, das heißt, hier müssen wir schon mal nicht lang. So, also ich würde mal sagen, wir sind nicht underleveled, aber auch nicht so krass overleveled jetzt. Ach, Luigi! So, warte, und bam, 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 bam. Okay, mach ich halt den Hochsprung, so. Oh, da ist eine Bohne. Ey, wo muss ich denn jetzt lang? Geht's hier irgendwo lang? Wow, diese kleinen Peaks-Dinger, ey. Oh, diese mysteriöse Musik. Oh, nicht schon wieder Luigi? Oh, no. Ne, ich glaube hier... Jetzt kann ich auch nicht flüchten wegen Luigi. Danke, Luigi. Vor allem, dass man immer gegen drei Dinger kämpfen muss. Boah, das war auch knapp. Ja, die greifen Luigi an. So. Oh, und jetzt kann ich euch mal zeigen, wie man flüchtet. So, und zwar muss man hier ganz schnell B und A drücken. Verliert aber leider ziemlich viele Münzen, deswegen ist das ziemlich doof. So. Gut, dann würde ich aber mal sagen, ist der Part auch so langsam vorbei. Dann werden wir im nächsten Part dann den richtigen Weg finden und dann durch den Grinsewald gehen und hoffentlich Dingens, was müssen wir finden? Nicht diesen Witzwein, ne? Diese Chateau Extrem oder sowas? Ach, keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen. So, auf jeden Fall geht's dann im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ja, Leute, bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao.